Heute gibt es einen speziellen, vielleicht sogar etwas witzigen Saugroboter-Test. Wir schauen uns extrem billige Saugroboter an, also alles von 10 Euro Plastikschrott bis zu den 80 bis 99 Euro Geräten mit Schnäppchenpotenzial. Ich bin selber sehr gespannt, welche Missstände wir aufdecken werden und ob das ein oder andere vernünftige Gerät dabei sein wird. Viel Spaß! Ich muss euch in jedem Fall noch zwei, drei Sätze als Einleitung mitgeben, die sehr wichtig sind. Bei allem Spaß an diesem Test, meine realistische Einschätzung vorweg. Die Hersteller verkaufen die Geräte natürlich mit Gewinnerzielungsabsicht. Ich persönlich sehe den Ultra-Billig-Bereich allerdings aus zwei Gründen kritisch. Zum einen ist so ein Saugroboter zwar nicht die komplizierteste Maschine, aber das ist auch kein Toaster. Die Verarbeitungsqualität ist wichtig in Bezug auf die Arbeitsweise, in Bezug auf die Verschleißteile und insbesondere auf den Akku. Billig-Akkus in einem 20-Euro-Saugroboter machen maximal kurzfristig Sinn. Zudem gewährleisten diese Akkus nicht die Sicherheit eines hochwertigen Modells und eine lange Betriebsdauer kann man auch vergessen. Der zweite Grund gegen Billig-Saugroboter geht aus der Qualität hervor. Der einzige Sinn und Zweck eines Saugroboters ist es, uns im Haushalt Arbeit abzunehmen und Zeit ist oft Geld, zumindest für mich als Selbstständigen trifft das zu 100% zu. Ich kann mir meinen Stundenlohn ausrechnen und diese Stunden gegenrechnen, je nachdem wie viele Stunden mir so ein Saugroboter vom Typ X potenziell erspart. Mit dieser Sichtweise kann dann ein 200 oder 400 Euro Saugroboter ohne Probleme günstiger sein als ein 50 Euro Teil, was nicht effizient arbeitet. Zur 200 oder 400 Euro Preisklasse habe ich ebenfalls ausführliche Praxistests gemacht, die ihr auch in der Videobeschreibung findet. Jetzt aber der Saugroboter Billigtest. Seid gespannt. 10 Euro kostet dieses Modell mit dem Namen Clean Robot und der Karton kam in keinem sonderlich guten Zustand hier an. Das Ding raschelt wie ein Überraschungsei. Das ist natürlich ganz billiges Plastik hier. Die Bedienungsanleitung ist in Chinesisch, da kann man gar nichts draus ziehen. Geladen wird der Saugroboter dann per USB-Kabel. Immerhin, so ein USB-Kabel kostet 2-3 Euro. Bleiben noch 7 Euro, für die uns der Roboter einen Gegenwert liefern muss. Das hier ist übrigens der womöglich kleinste Saugschacht der Welt, knapp gefolgt von dem kleinsten Staubbehälter der Welt. Ich finde tatsächlich gar nichts Positives bei dem Teil. Das Ding scheint zudem gebraucht zu sein, deutliche Gebrauchsspuren und Kratzer. Zu Beginn auch nicht geladen. Allerdings bringt auch das Laden gar nichts. Es gibt gar keine Reaktion, das Ding ist kaputt, durchgefallen, Plastikschrott. Das taugt nicht mal als Überraschungsei. Vertrauenerweckend sieht dieses Modell hier für 17 Euro jetzt auch nicht aus. Verpackung ebenfalls beschädigt, Bedienungsanleitung so, naja, immerhin auf Englisch. Geladen wird der Akku per USB und mit Entfernen des Plastikschutzes springt er auch direkt an und bewegt sich in einem Affenzahn. Saugleistung scheint aber kaum vorhanden zu sein, der Zickzack-Modus macht hier so einen etwas angetrunkenen Eindruck. Nun ja, aber das Teil fährt. Ich habe ihm hier einfach mal ein bisschen was hingekippt, das meiste übersieht er allerdings und fährt drüber. Ein bisschen was verfängt sich im Saugschacht, man mag es auch kaum glauben, auch im Staubbehälter ist etwas. Gemessen an dem anderen Gerät und dem Preis gebe ich dem Modell mal einen 5+, also als Gag vielleicht noch brauchbar. Dann, Sichler kennt man die Marke hier, mit einem ganz billigen Teil für 20 Euro, was sie auf Amazon sogar mit Staubsaugerroboter bewerben. Beim Auspacken fällt allerdings auf, dass es keineswegs ein Staubsaugerroboter ist, sondern, so wie Sichler es nennt, ein Staubwischroboter, der aber nicht saugen kann. Der Eindruck ist ansonsten für 20 Euro erstmal okay, da ist ein Mikrofasertuch dabei, da sind 20 Einmalfließtücher. Erstaunt war ich bei der Betriebszeit, 90 bis 150 Minuten, das findet man sonst so in der 400 Euro Preisklasse. Respekt, aber veräppeln kann ich mich hier alleine, für die Betriebszeit muss ich natürlich selber sorgen mit 2x2 Batteriefächern. Aber gut, fahren tut er schon mal, jetzt testen wir das Ganze mit dem Wischtuch, nass gemacht und befestigt, los geht's. Und das kriegt er einfach überhaupt nicht hin und ist damit durchgefallen. Tja. Diese Fehlkonstruktion ist ihr Geld nicht wert. Die Erfahrungsberichte anderer Nutzer bestätigen übrigens, dass das ein generelles Problem ist. Die Einmaltücher kann man zwar nutzen, die arbeiten dann statisch und ziehen den Staub an, aber dennoch überzeugend ist die Kiste hier nicht, ab in den Müll, glatte 5. Dann V-Leder. 21 Euro kostet hier der V-Leder Virobi und V-Leder ist den meisten als deutsche Marke ein Begriff und Made in Germany sollte man auch meinen. Leider nein. Das Produkt stammt aus China, sieht aber erstmal so ganz in Ordnung aus, ist sehr, sehr flach. Eine unfassbar lange Laufzeit von 240 Minuten und zwar mit integriertem Akku. Unten bringt man die Staubpads zum trockenen Staubwischen an. Da sollte man dann direkt extra Pads besorgen, die sind nämlich in 0, nichts dreckig. Das Anbringen erfordert dann Geduld. Wir können zwischen einer halbstündigen und einer zweistündigen Reinigung entscheiden. Antifallsensoren hat das Teil natürlich nicht. Der Zickzack-Modus macht aber soweit einen passablen Eindruck. Für groben Staub wie hier ist er nicht gedacht. Der hat ja weder Staubbehälter noch hat er eine Saugfunktion. Aber zum Staubwischen für glatte Flächen wohl okay. Wenn das Ding jetzt hier 2 Stunden am Stück fährt, dann bin ich mir sicher, dass das Tuch hinterher voller Staub ist. Also, es erfüllt den Zweck, für den es konzipiert ist. Aber wer will sich schon ständig neue Staubtücher holen? Da gibt es bessere Möglichkeiten. Dennoch im Rahmen der Möglichkeiten bestanden und spitzen Akku 3+ von mir.
Jetzt der große Bruder eines Modells von gerade eben, und zwar mit 22 Euro in Rot. Verpackungsinhalt sieht diesmal etwas besser aus, Bedienungsanleitung in Englisch und er hat zwei Seitenbürsten, die sich über so ein Zahnrad hier drehen. Da er preislich in der gleichen Lage ist, wird er wohl auch ähnlich arbeiten. Geworben wird hier mit starker Saugkraft, das sieht in der Praxis aber überhaupt nicht prickelnd aus. Letztlich schiebt er den meisten Dreck nur so vor sich hin. Zu klein sind Saugschacht, Saugbehälter und die Saugkraft. Ansonsten wird er mit USB geladen, ich kann dem Teil hier keine Empfehlung geben. Ein Saugroboter ist das nicht, eher ein Spielzeug mit Schulnote 4-. Es geht preislich etwas nach oben, 63 Euro habe ich hier für den CleanMax bezahlt. Zumindest ist das Teil mit Styropor geschützt worden. Dann springt mir hier direkt ein Akku entgegen, separat und nicht integriert. Das finde ich nicht so professionell. Auf der anderen Seite lässt sich so ein Akku dann auch einfach austauschen. Bedienungsanleitung ausführlich und auf Deutsch. Das Modell scheint miese Plastikqualität zu sein, da beim Entfernen des Klebestreifens der Lack direkt mit abgeht. Die Starttaste und der Staubbehälter des Roboters sind oberhalb angebracht, das finde ich praktisch. In der Praxis ist er sehr laut, aber es sieht tatsächlich so aus, als hätten wir hier eine ganz gute Saugleistung. Staub und Haferflocken nimmt er, soweit es geht, ganz gut auf, also gemessen an der extrem geringen Messlatte der anderen Roboter. Der Zufallsmodus hat verschiedene Winkel und eine Richtungsänderung links-rechts. Der Staubbehälter nimmt den Dreck auf und auch der Feinstaubfilter funktioniert. Das Einzige, wo ich jetzt wirklich positiv überrascht war, sind die Antifallsensoren. Die hätte ich jetzt nicht erwartet bei dem Preis. Also, das Modell funktioniert und erfüllt die Ansprüche an diesen Preis von 63 Euro weitestgehend. Eine 3 plus mit 4 Wohlwollen, vielleicht eine 2 minus. Der Burdens-Saugroboter macht beim Auspacken zunächst mal einen sehr soliden Eindruck. Das sieht nach einem halbwegs vernünftigen Saugroboter aus. Sogar eine Fernbedienung wird mitgeliefert. Recht komfortabel für den günstigen Preis. Der toplagige Staubbehälter öffnet sich zwar einfach, aber schließt erst nach mehrmaligen Drücken zuverlässig. Die Lösung ist da, fester drauf zu hauen. Der Motor mit 800 Pascal Saugkraft ist dem Preis entsprechend eher durchschnittlich. Mit 7,6 mm ist das Modell recht schmal und verfügt über einige Sensoren, wie zum Beispiel Antifall- oder auch Antikollisionssensoren. Und er kann Hindernisse bis zu 1,5 cm überqueren. Insgesamt bin ich für die Preislage recht angetan von dem Modell, weil er des Weiteren über drei Reinigungsmodi verfügt, mit dem Alleinstellungsmerkmal eines rechteckigen Modi, ähnlich dem Spiralmodus, den er leider dann abbricht, wenn er an eine Kante gerät. In Aktion arbeitet er aber soweit ganz ordentlich und findet auch einigen Staub auf dem hier fast sauberen Boden. Auch bei anderen Kunden wird er zunächst mal gut bewertet, jedoch sind 19 Bewertungen noch nicht so aussagekräftig, aber aktuell gebe ich dem erstmal eine 2 bis 2 plus. Dann Severin. 92 Euro kostet der Severin RB7025 aktuell. Jetzt sind wir hier in einer Liga, wo ein Saugroboter wirklich funktionieren muss. Severin, natürlich eine deutsche Firma, aber made in Germany, Pustekuchen, auch hier wieder China. Langsam mache ich mir hier Sorgen um die deutsche Wirtschaft. Dennoch ordentlich verpackt die ganze Angelegenheit. Ersatzteile sind dabei, ausführliche deutsche Bedienungsanleitung. Die Seitenbürsten sind ziemlich clever mit sechsstelligen Borsten, das finde ich auch ganz gut. Sieht alles auf den ersten Eindruck sehr hochwertig aus. Jetzt erstmal in die Ladestation und dann legt er los mit seinen drei Reinigungsmodis, auf die wir übrigens keinen Einfluss einnehmen können, also es gibt keine Möglichkeiten der Steuerung. Er fährt erst eine Weile im Zufallsmodus, dann wechselt er irgendwie in den Spiralmodus und letztendlich in den Ecken- und Kantenmodus. Ich habe mir das so eine Weile angeschaut und naja, so unglaublich überzeugend finde ich das letzten Endes nicht. Die größeren Partikel blockieren dann zudem den Saugschacht, sodass er mir dann die Meldung rausgibt, er wäre voll. Beim Entleeren fällt dann die Hälfte raus und der Behälter ist recht umständlich zu öffnen. Letzten Endes würde ich sagen, eine durchschnittliche Leistung und Einschränkungsmöglichkeiten gibt es wie gesagt keine. Eine 3 bis maximal 3 plus wegen der ansprechenden Verarbeitung würde ich ihm noch geben. Es geht besser und 90 Euro sind mir persönlich zu viel für solche Experimente. Dann haben wir noch ein Modell und 99 Euro kostet das Modell mit intelligenter Navigation. Ob die wirklich so intelligent ist, werden wir gleich sehen. Beim Auspacken sehen wir wieder etwas Zusatzmaterial. Die Seitenbürsten muss man dran montieren, den Akku einsetzen. Die Verarbeitung des Roboters sieht billiger aus als beim Severin. Fernbedienung oder sonstiges ist jetzt nicht mit dabei. Starten wir am besten bei der Reinigung. Er beginnt im Chaos-Modus und fährt dann eine ganze Weile. Und wie auch beim Severin wechselt er danach in den Ecken und Kanten oder den Spiralmodus. Mit Intelligenz, wie beworben, hat das hier erstmal rein gar nichts zu tun und diese Reinigungsstrategie ist generell auch nicht so erfolgreich. Zumal wir wieder keinen Einfluss auf die Reinigung haben, also alles läuft hier vollautomatisch ab, was Sinn machen kann, wenn er in der Lage wäre, hier die Flecken zu erkennen oder den Raum zu scannen. So ist mir das hier etwas zu beliebig und auch die 1000 Pascal Saugkraft könnten sich für den Preis eigentlich sehen lassen. Aber auch hier ist die Reinigung leider allzu moderat, den muss man dann so ein, zwei Stunden durchfahren lassen, um Ergebnisse zu erzielen.
ein bisschen was ist auch im Staubbehälter gelandet und es ist nicht ganz so eine Sauerei wie beim Severin. Plus er hat Antifallsensoren. Der 20 Euro günstigere Bodens hat mir aber besser gefallen. Für mehr als eine 3 Plus reicht es hier nicht. Wenn mich die etwas teureren Modelle heute hier positiv überrascht hätten, hätte ich noch extra Review-Videos auf meinem Zweitkanal gemacht. Das muss ich mir aktuell noch überlegen und warte jetzt erstmal euer Feedback ab. Eventuell mache ich das, damit Kaufinteressierte einfach wissen, worauf sie sich einlassen. Ansonsten an alle weiteren Schnäppchenjäger hier noch ein heißer Tipp. Den Medion 18500 gibt es aktuell bei Aldi Nord für 99 Euro. Das ist eine zeitlich begrenzte Aktion. Ich habe genau das Modell auch vor wenigen Wochen hier getestet. Und der Saugroboter kann die Modelle in diesem heutigen Test hier einigermaßen deutlich in die Schranken weisen. Also Augen offen halten, vielleicht zieht Amazon, Saturn und Co. im Preis bald nach. Ansonsten ist mein Fazit heute mit Ausnahme vom Bodens und vom Medion 18500, fühle ich mich leider ziemlich bestätigt. Es war fast schlimmer als erwartet. Ich hatte ja gehofft, dass hier wieder irgendein unentdecktes Juwel dabei ist, wie beim Test vor Orfeld oder 360. Aber die extrem billigen Sauggeräte für 20 Euro sind wirklich absoluter Plastikschrott. Der Velleda ging soeben noch, aber in der Alltagspraxis nicht wirklich hilfreich. Den 60 Euro CleanMax kann ich auch nicht so wirklich empfehlen und die beiden Hoffnungsträger Severin und Hausmeier können mich auch nicht überzeugen. Das müssen sie aber für eine Empfehlung, weil es eben sehr, sehr starke Konkurrenzprodukte gibt, die nur minimal teurer sind. Ich empfehle euch da meinen Saugroboter Top 5 Test oder auch den Top 5 unter 200 Euro Test. Schaut euch die Videos einfach mal an, dann wisst ihr, was Saugroboter so drauf haben können. Wen ich dennoch nicht davon abhalten kann, einen dieser Saugroboter zu kaufen, der findet die Infos dazu in der Videobeschreibung. Ich schreibe euch aber auch meine persönlichen aktuellen Top-Empfehlungen noch mit rein. Besonderen Dank an euch, die ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Ich freue mich über Meinungen zu dem Test und auch für Ideen für die Zukunft. Euch wünsche ich einen guten Tag und eine gute Woche. Ciao.